Das ist echt super. Ja, das gleiche machen wir dann auch gleich für Fuelblocks und was weiß ich. Und das sieht fast so aus, als würde sich jetzt langsam lichten hier. Oder sind die Kisten etwa alle... Krass. Okay. Auf rechts, auf links, auf links, auf links. Komm schon, ihr schafft das. Ich hätte gerne stinknormale blauen Kisten da. Weil irgendwie brauchen wir davon gerade recht viele. So, Rail Signals sind fertig. Dünne Forsch doch mal. Stimmt, das habe ich ja auch noch. Brauche ich jetzt aber eigentlich gar nicht mehr. Bessere Transport Bells? Nö. Mining Drill 6. 500 Tungsten. 1000 Alien-Artefakte. Das geht fast, oder? So, erstmal stopf bitte das da rein. Dann... Reicht das? Ja, die 93 Alien-Artefakte können wir zu Dingstränken verarbeiten. Wo waren die? Dingstränke? Da sind Dingstränke. Ja, eigentlich sollten da Lila-Module rein. Aber die habe ich noch nicht erforscht. Das könnte ich machen. Aber die bringen... Wie viel bringen die jetzt? 2% Produktivität. 4% Produktivität. Mehr Pollution ist nicht mehr wirklich ein Argument. Das ist okay. Geschwindigkeit ein bisschen langsamer ist ein Tick nervig, aber kann man auch mitleben. Energiekonsum 20% ist auch noch okay. Also wenn man das mit den Speed-Modulen vergleicht, die auf Stufe 2 mal eben wie viel brauchen? Stufe 2. Stufe 2. Da, 45% mehr. Also da ist das vertretbar. Ja, also ich glaube, ich forsche das mal so auf 2 oder 3 hoch. No, Angriff oben links. 11 Türme schießen, alles ist okay. Ja, das heißt, ich warte kurz, bis das ein bisschen durchgeforscht ist. Setz das denn hier rein und wusel denn die ganzen um zu Lila Tränken, um die andere Forschung zu machen. Derweil muss ich noch mehr blaue Kisten setzen. Nein! Ah. Okay, jetzt wird's von da oben geholt. Das heißt, hier ist alles leer? Weil sie gucken ja zuerst nach der Strecke, was am nächsten dran ist. Das sollte also okay sein. Das heißt, ich brauche jetzt nochmal so viele... Also erstmal mache ich jetzt hier überall das Holz raus. Oh, hell. Genau, die wollen jetzt alle kein Holz mehr haben. So, nächste... Was? Hä? Okay. Nächster Schritt, lila Kisten. Das heißt, ich nehme jetzt einfach so. Warum legst du das da unten rein? Nein! Weg mit der Kiste. Hier? Warum? Was? Ach, weil es leere Kisten sind. Verdammt. Okay. Planänderung. Entschuldigung, Roboter. Oh Gott, die werden mich hassen hiernach. Wow. Wir werden wieder irgendwo zerstört, was? Ha. Huh. Das schaffen die schon. Nein. Shift rechts. Oh, lass mich in Ruhe. So. Also das Holz sollte jetzt wieder zurückgebracht werden in die entsprechenden Kisten. Richtig. Okay. Dann müssen wir darauf achten, dass hier keine leere kleine Kiste ist. Warum holt es da keiner raus? Ich glaube, die Roboter streiken jetzt, weil sie keinen Bock mehr haben. So. Kommt bitte jemand und macht die dreckige Arbeit für mich? Anscheinend nicht. Okay. Dann halt nicht. Nein. So, du da raus. Kiste weg. Okay, wir haben keine leere Kiste. Wenn ich jetzt eine von denen hier... Ich nehme mal ganz viel Holz raus. Lass noch ein bisschen drin.
Damit die Roboter nicht gleich wieder alles... Das sollte ich vorher rausnehmen, ha? Ja. Das hätte ich vorher rausnehmen sollen. Könnt ihr bitte aufhören? Ach Gott. So, ein Stack ist drin. Gut. Also ein Stack und Gedöns ist drin. Wenn ich das jetzt zu einer lila Kiste mache, wäre mein Verdacht eigentlich, dass die Roboter gucken, okay, wo ist die nächste gelbe Kiste? Aha, hier sind gelbe Kisten. Ist irgendeine von diesen gelben Kisten leer? Nein, ist sie nicht. Gucke ich weiter nach außen. Aha, da hinten ist eine leere gelbe Kiste. Also tue ich da die Sachen erstmal rein. Im Idealfall würden sie natürlich da reinlegen, wo bereits Holz ist, aber die Kiste hier ist... Oh, die ist gar nicht voll. Also eigentlich, wenn ich dich jetzt zu einer lila Kiste mache, müsste das hier leer werden und das da müsste gefüllt werden. Test. Yep. Klappt soweit. Okay, okay. Auch wenn das komischerweise nicht besonders viele Roboter machen wollen, mit dem Hin- und Hertragen, außer der eine da. Rein in der Theorie klappt's. Und leer. Okay, weg mit dir. Weg mit dir. Das heißt, wir können jetzt das bei allen machen, richtig? Sicherheitshalber nehme ich mir mal hier ein. Und bab in jeden von denen Holz rein. So. Rechts. Rechts. So. Jetzt. Wenn ich jetzt lila Kisten mache, die sind alle noch befüllt, da ist nichts frei. So. Go, go, go. Okay. Miau, 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 miau. Na also, was ein Krampf, nur um das Holz rauszusortieren, ernsthaft. Aber gut, ich habe wieder was dazu gelernt, wie die Roboter ticken und das ist alles gut soweit. Und heb das dann mal kurz auf und schmeiß es in die Kiste. So. Muss ich halt später aussortieren. Aber auf dem Boden sieht es echt doof aus. So, die Eisenkiste ist leer. Das ist kein Problem. Wir nehmen jetzt einfach diese Riesen. Das ist keine Riesen. Haben wir nicht eine Riesenkiste gebaut? Na, wollte ich, aber hatte ich wohl keine Ressourcen mehr für. Hm? Ja, Rubber fehlt mal wieder. Gut, weg mit dir. Holz ist noch in Arbeit. Die leeren Kisten kann ich immer abreißen. Und ich glaube, ich fange wieder zwischendurch Roboter ein, huh? Ja, Roboter freilassen. So, was nun? Gucken wir mal kurz hier hin. Oh, sehr schön, es funktioniert. Ja, sehr geil. Okay, also der Turm meldet quasi, sobald einer von den Bäumen ausgewachsen ist, hey, hier ist ein Baum, kommt her und reißt ihn ab. Und dann fliegen die Construction-Roboter los und reißen den Baum ab. Und dabei bekommen wir halt die Resin-Dinger da. Die Resin-Dinger sollten jetzt eigentlich... wo ist das Baumding? Ernsthaft, wo ist das Baumding? Also da unten haben wir eine Schmelze, die Resin zu Rubber verarbeitet. Aber wir hatten doch auch... Du arbeitest nur, wenn mehr als 10... Ja. Machen wir lieber mehr als 50. Aber wir hatten noch eine Fabrik, die dafür da war, die Bäume herzustellen. Das ist komisch. Schnapp dir mal hier Resin und mach da ein paar Bäume draus, damit wir jetzt erstmal für die nächste Zeit was haben. So. Könnte eine Weile dauern, ne? Naja. Nimm meine Fabrik, tu die da hin und dann muss ich gleich mal gucken, wie ich das einstelle. Also ich glaube, wir hatten damit schon mal Probleme gehabt mit dem richtigen Einstellen von der Geschichte mit den Bäumen, dem Rubber, dem Resin und was da noch so alles zugehört. Angriff links. Nur 7 Türme schießen? Das ist mau. Ich brauche unbedingt das nächste Kristallfeld für mehr Topaz-Dinger. Und was wollte ich erforschen? Achso, genau. Zweites davon. So. Du hättest gerne Resin. 50 Stück. Und du nimmst bitte daraus, aber nur wenn Bäume
Bäume. Bäume. Wenn Bäume kleiner sind als 50. Das heißt, gehen wir es mal im Kopf durch. Wir schnappen uns einen Baum aus dem, ein Seed aus dem System. Der wird gepflanzt. Daraus entsteht Rubber. Rubber kommt ins System. Rubber wird sowohl in die Kiste hier bei dieser Fabrik gepackt, als auch bei der Kiste unten für die Schmelze. Dann haben beide Anlagen eine Kondition. Die eine hat eine Kondition, arbeitet nur, also die untere, die Schmelze, arbeitet nur, wenn mehr als 50 Rubber im System sind. Das heißt, es sind immer 50 Rubber im System. Das heißt, die Kiste hier oben sollte eigentlich immer was abbekommen. Außer die Kiste unten verlangt durchgehend 50. Ja, guck ich kurz. Da. Ja. Verlang bitte mal nur 20 oder so. Okay. Das heißt, es sind immer 50 im System, davon sind dann 20 unten in der Kiste und 30 irgendwo oben verstreut. Das heißt, die eben gesetzte Fabrik, die ich nicht mehr finden kann. Oh, du bist schon teuer. Forsch mal Dinge. Wo ist die Fabrik hin? Ah, da oben. So, das heißt, es sind immer 50 Rubber im System, davon sind 20 unten und 30 dann wahrscheinlich hier drin. Das heißt, die guckt dann als nächstes, haben wir Bäume im System? Wenn nein, oder wenn unter 50, dann schnappt sie sich das Rubber, tut die einfach hier rein, macht aus dem Resin Rubber... Oh, hallo. Macht aus dem Resin die Bäume. Tut die Bäume dahin. Bäume kommen ins System, das beschränke ich, glaube ich, auch gar nicht. So. Und die Bäume, das kannst du mal lassen, bitte. Shift, Shift, Stopp, weg mit ihr. Genau. So. Bäume kommen hier unten in die Kiste. Von hier unten in der Kiste fliegen sie nach da oben, werden da gesetzt und der ganze Kreislauf geht von vorne los. Das heißt, jetzt müsste ich... Das geht schnell. Go. Das heißt, jetzt müsste ich eigentlich einen geschlossenen Kreislauf haben, wo nichts schief gehen sollte, hoffentlich. Und ich durchgehend sowohl Rubber als auch Bäume als auch Resin habe. Sehr gut, weil das Zeug da brauche ich nämlich in letzter Zeit doch recht häufig. Und warum arbeitest du jetzt nicht? Weil nicht genug Resin im System ist. Okay. Müssen wir halt nur warten. Das sollte sich eigentlich auspendeln. Okay, was habe ich noch alles auf der Liste? Wir wollten unsere Akkufarm weiter ausbauen. Wobei das eigentlich die Akkus da werden sollten. 47 Stück, sehr schön. Und 50 davon, das ist doch sehr schick. Hier kriegst du ein bisschen von den alten Solaranlagen. Und du kriegst mal ein paar von den alten Akkus. So, wo war die Anlage? Hier war eine von den Anlagen. Ja. Licht weg. So hat das auszusehen. Bis wo wollte ich das machen? Hier wäre okay, oder? Dass wir so einen Block frei haben, bis dann die Verteidigungsanlagen kommen. Ja. Wird jetzt eine etwas dunkle Ecke hier werden. Aber kann ich mir später noch was einfallen lassen. So. Und dazwischen die da. Britzel, britzel, britzel. Ist auch ein cooles Geräusch. Also ich weiß nicht, aber diese Soundeffekte, auch wenn sie teilweise recht einfach sind, ich finde die einfach irre passend zu dem Spiel. Das haben die echt gut ausgewählt. Oder selbst gemacht, oder wie auch immer. Ding, ding, ding. So. Oh, das könnte ich auch dezent vereinfachen, huh? Ja, könnte ich. Wie schon ein, zwei Mal erwähnt, ich sollte mehr mit Blueprints arbeiten. Jupp. Flop. Was? Achso, ich stand im Weg. Flop. Nein, 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 nein. Ah. Stopp.